In diesem Video geht es um die ISS, die Internationale Raumstation. Anfang April kam es zu einem merkwürdigen Funkkontakt, der aufgezeichnet wurde und hier auf YouTube anzuhören ist. Auf einigen US-Boards war dieses Funkgespräch ebenfalls heiß diskutiert worden, wegen des Inhalts. Und so richtete I Want to Believe, ein Kanalbetreiber auf YouTube, eine Anfrage an sehr viele Leute, unter anderem auch an mich. Es gab sogar mehrere Anfragen danach. Henning Kemner, ein US-Kanalbetreiber, vom Kanal 2010 The Countdown, hatte sich dann dieses Themas angenommen. In diesem Funkgespräch ging es also darum, dass die Besatzung der ISS irgendetwas gesucht hatte, was monatelang verschwunden war, und sie haben es gefunden. Es ist immer eine Schwierigkeit, wenn irgendwelche Abkürzungen benutzt werden, beziehungsweise fremdsprachliche Begriffe, und erst recht bei Kürzeln, also nur ein paar Buchstaben, die aufeinander folgen. So wie auch hier. Da kann es immer sein, dass etwas ganz anderes gemeint ist, was man dann zunächst mal findet, wenn man dann auf die Suche geht. Bei dem Kürzel, was in dem Gespräch verwendet wurde, sollte die Verwechslungsgefahr allerdings sehr gering sein. WAAM ist das Kürzel und das steht für Wide Area Anti-Armor Munitions. Es handelt sich um ein 1983 entwickeltes Waffensystem im Auftrag des Department of Defense. Dankenswerterweise sind diese ganzen Unterlagen im Internet zu finden, und wenn man hier mal nachliest, dann sieht man, dass diese Waffensysteme aus einer niedrigen Höhe gegen ein Gelände eingesetzt werden. Die Ziele, die bekämpft werden sollen durch dieses Waffensystem, sind Panzer und gepanzerte Fahrzeuge als auch Versorgungsfahrzeuge. Hier wird zum Beispiel diese Anti-Armor-Cluster-Munition genannt, und dabei handelt es sich um eine Art Streubomben, allerdings von größerem Kaliber, so dass eben Fahrzeuge zerstört werden. Diese können dann unterschiedlich ausgebracht werden, sei es durch Bomben, sei es durch Raketen, sei es durch Marschflugkörper. In diesem Gespräch zwischen der ISS und der Bodenstation wurde dann auch ein Kürzel benutzt, welches Henning Kemner, der Kanalbetreiber von 2010 The Countdown, das Kürzel interpretierte als Computer Targeting System. Und das gibt es tatsächlich. Also gibt es auch ein Zielsuchsystem auf der ISS. Im Laufe seiner weiteren Recherche gelangte Henning Kemner dann auch noch zu dieser MPC Status Page. Auf dieser Seite werden allgemeine Probleme im nahen Orbit oder im weiteren Umfeld der Erde behandelt. Besonders in diesem Abschnitt wird behandelt, dass es einige Kometen gibt, die periodisch immer wieder die Erde bedrohen. Auf dieser Internetseite sieht man dann auch eine Unterteilung in 4 Punkte, oder besser gesagt 5 Punkte, die Kometen beinhaltet und gewisse größere Objekte, die in einer nahen Distanz sich befinden. Aber was soll das sein? Die Frage stellt auch Henning Kemner in seinem Video. Als auch die Liste der als kritisch bezeichneten Objekte. Insgesamt werden 250 Objekte aufgeführt, die sich im erdnahen Orbit befinden oder diesen immer wieder kreuzen. Von diesen mehr als 250 Objekten werden 58 als sehr kritisch angesehen. Und da diese Liste eben auch Gegenstand des Gespräches war zwischen der ISS und der Bodenstation, muss natürlich gefragt werden, haben diese Waffen irgendwas mit einer Kometen- oder Asteroidenabwehr zu tun? Denn es kann ja wohl nicht sein, dass diese Waffen von der ISS aus abgefeuert werden, um am Boden wirksam zu werden. Sie würden verglühen, genauso wie irgendwelche Schrottteile, die mit wesentlich höherer Geschwindigkeit im erdnahen Orbit umherkreisen und hin und wieder zur Erde herunterfallen. Waffen, die aus dem Weltall oder im erdnahen Orbit auf die Erde abgefeuert werden sollten, müssten irgendwelche Skalarwaffen sein oder Laserwaffen oder Raketen mit Schutzschilden, aber das wäre doch sehr aufwendig. Henning Kemner von dem Kanal 2010 The Countdown ist dann in seiner weiteren Recherche auf den Satelliten Weiß aufmerksam geworden, der angeblich abgeschaltet sein soll, sagt er zumindest. Ich weiß das nicht. Wenn man nun die Bilder vergleicht von 2011, also vom 11.01. zum Beispiel, vom Satelliten Weiß aufgenommen, dann sehen die doch sehr anders aus als die Bilder, die darauf folgten. Wie dieses hier zum Beispiel vom 2.04.2011, als auch das vom 31.03.2011. Und Henning Kemner sieht darin, also es ist eine Interpretationsmöglichkeit, er sieht darin, dass man vielleicht irgendetwas sucht, weil das ganz anders aussieht wie das Bild vom Januar 2011. Die Munition, die allerdings in dem Gespräch zwischen der ISS und der Bodenstation angesprochen wurde, ist aber mit Sicherheit ungeeignet, Asteroiden, Meteoriten oder Kometen abzuschießen, in der Hoffnung, sie als Gefahrenquelle zu eliminieren, sei es für die Internationale Raumstation selber oder gar für die Erde. Eine Anwendung von der ISS selbst auf die Oberfläche der Erde hin ist auszuschließen.
Bleibt also die Frage, was auf der ISS ein Waffensystem wie zum Beispiel diese Wide Area Armor Munitions sollen, in Verbindung mit diesem Targeting Computer System, mit diesem Zielsuchsystem. Aus meiner Sicht machen diese Waffensysteme nur Sinn, um gegen Satelliten eingesetzt zu werden, in Verbindung mit diesem Zielsuchsystem. Ansonsten ergibt sich kein weiterer Sinn für solche Waffen auf der Internationalen Raumstation. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.